Jetzt kann wahrscheinlich das... Oh mein Gott. Aber die Szene ist sehr eindeutig. Nein, es kommt doch hier hin, das weiß ich doch. Das ist Wenzel. Meine, du kannst die Teile gar nicht so schnell nehmen, wie die kommen. Wo gehört das Ding jetzt schon wieder hin? Da, wieso hat es da nicht angesetzt? Ich wusste, dass die Sachen immer passen müssen. Das hier ist das Rohr. Oder ein Rohr zumindest. Ach, oben hin. Noch ein Rohr. Ja, da an den Tischen. Das ist die Vase. Was? Oh mein Gott. Sie wollen es auch wirklich wissen hier. Zweifel mal die Wand hier außen. Jetzt fall nicht alles runter. Ja, danke für die tollen Minuspunkte. Hätte auch sagen können, dass alles passen muss. Dass der Rahmen hier oben, wieso passt denn das nicht? Ach, da oben. Oh, habe ich gar nicht mehr gesehen, dass da was fehlt. Das ist die Eingangstür, die ich gerade gesucht habe. Wo versteckt sich der gute Rufus eigentlich wieder in diesem Bild? Himmelbild, finde Rufus! So, ah, den Schrank können wir noch gar nicht setzen. Oder doch? Ja, genau, das gehört hier hin. Und hier ist ein Teil des Abflusses, so. 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 Und hier noch das Fenster und... Schwere Geburt. Das soll jetzt aber auch ordentlich Punkte geben. Ja, 16.000. Und wir sind hier auch fertig. Alles mit 3 Sternen, oder? King of the Road, ey. Jetzt kommen wir wieder zu diesen dummen Klickspielen hier. Nein! Nein!
Und ist noch die Kerze. Ach du meine. Die Toilette ist dort. Dann kommt hier der Müllfresser hin. Wo ist der Müllfresser? Wo ist der Müllfresser? Wo ist der Müllfresser? Da. Oh, ich habe den nicht gesehen. Ich gewusst, dass er den Müll fressen muss. Ich habe ihn nicht gesehen. Müssen wir mal die ganzen Punkte wieder aufholen. Rufus der Fackler hat sich jetzt irgendwie falsch angehört. Dann brauchen wir den äußeren Teil der Stange hier. Und dann das, was wir gerade gesehen haben. Oder ich zumindest. Dann falsche Seite. Jetzt kommt das. Und unseren Teil der Türe und das hier. Und ich war irgendwie neben dem Mikrofon. Mal drehen. Ja. So. Nein, ich hasse es. Wenn sie spielen, schaffe ich immer locker 3 und hier gar nichts. Was, wir sind schon so weit vorne. Das hätte ich nicht erwartet, sind wir ja schon beim Schnabeltier-Bataka. Nein, wohl nicht dieser Teil. Dann kommt jetzt die Anzeige hier hin. Das hier. Nein, das hier? Ja. Einfach mal richtig hinschauen. Dann weiß man auch, was hinkommt. Was nicht? Kommt das Zeug weiter außen hin? Oh. Das ist ein Rot dran. Und hier die Türe. Und der platte Rufus. Terrific. Ein weiterer Teil der Türe. Und ein Wandaußenteil. Und ein Teil der Arena und jetzt. Achso, oh. Verdammt. Das hier und jetzt kommt das hier, wo wir gerade hatten. Welches war es nochmal? Das hier. Das reicht wahrscheinlich wieder nicht für 3 Sterne, oder? Doch, hat gereicht. Dann machen wir mal weiter. Das ist jetzt richtig viel. Jetzt müssen wir Klein Venedig zusammenbauen. Erstmal in der Reihe und dann in die Höhe. Terrific. Oder besser gesagt in die Tiefe. Ich glaube, das ist da schon ganz oben. So sieht es zumindest aus. Ach, nein! Verdammt! Das hier? Doch. Oh. Da bin ich gerade unschlüssig. Was? Jetzt kommt aber sicher das hier hin. Dann haben wir das hier. Und hier haben wir diese Stange, okay. Hm.
Das war doch einfach. Hier muss der Offen sein, genau. Dann haben wir hier nochmal ein paar Pfosten. Der untere Teil des Schiffes. Hier oben das Teil. Das hier, oder? Ja. Dann haben wir den Vorhang oben. Oder das hier. Gar kein Vorhang. Kommt dann das hier hin, ganz klar. Das hier kann dann nicht hinkommen, aber das hier. Dann haben wir einen Teil des Schiffes. Was haben wir dabei eigentlich gedacht? Teil des Schiffes, hatte ich gesagt, und klicke auf was ganz anderes. Naja. Oh, wow, 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 wow. Das reicht ja für dich gerade für einen Stern. Wenn alles schwarz ist, das ist auch fies. Wenn alles bunt ist, gibt es einen Haufen Punkte. Wenn alles schwarz ist, dann gibt es einen. Dann muss man extrem viele Punkte haben. Auf welcher Seite sind wir denn? Das hier. Jo. Jetzt habe ich's raus. Da oben ein Teil, mit der Wäscheleine? Nein. Nein. Bin ich jetzt blöd? Da. Dann Band des Zarov. So. Da haben wir den unteren Teil des Ladens. Da. Und da muss irgendwas Nest sein, genau. Und die andere Hälfte des Nests. Und dann oben die Eingangstüre. Der Laden. Die Postfächer. Terrific. Der Schnabeltier-Typi. Perfekt. Dann. Grandissimo. Den Teil der Karte und. Fußweg, 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 Fußweg hier. Nein! Ha! Auch nicht! Konnte nicht sein, konnte nicht sein. Was bleibt jetzt noch übrig? Das hier? Geht aber hier, oder? Oh, fail! Das hat mich jetzt richtig Punkte gekostet. Gerade noch die Kurve gekriegt. So, dann haben wir hier eine Seite Zaun. Und den anderen Teil des Bodens hier. Das hier. Dann haben wir dort oben die andere Hälfte des Hauses und die Tischfüße und die Lampe. Den Zaunende. Gürtchen und den Lückenfüller. Puh. Die machen es einem aber auch nicht einfach. Naja, zumindest hat es für 3 Sterne gereicht. Machen wir weiter. Oh mein Gott. Wieso muss das jetzt kommen? Wieso müssen wir jetzt in der Untergrund bewegen, sei aber wie auch immer das hieß nochmal.
Auch nicht? Das hier. Ja, das hier. Das. Das muss irgendein Teil des Kissens sein. Das hier, ah, das sind die Füße von Baby Girl. Och, ach du meine. So, jetzt nimmt das Ding noch Gestalt an. Diesen Teil der Leinwand, oder? Ja. Dann haben wir diesen Teil der Leinwand. Und dann ein Teil des Ringes. Und hier haben wir die Eingangstüre normalerweise. Ja, was denn? Bin ich jetzt blöd? Ach. Wegen dem ganzen Teppich sieht man gar nichts. Naja. Das geht jetzt hier rüber, dann haben wir hier. Oh, jetzt fangen wir nicht schon wieder an zu blinken. Kann mich so noch nicht konzentrieren. Terrific. Ach, verdammt, konnte er ja nicht stimmen. Wo ist das Ding? Ach da, meine Güte, das sieht man im Allgemeinen gar nichts. Hier kommt jetzt erst die Türe. Ach du meine. Das ist so Holz. Ja, super, jetzt habe ich es gerade gefunden. Seine Füße hier? Nein. Ich werde dann etwas weiter woanders. Hier ist die Treppe, das kann nicht sein. Hier. Dann haben wir. Das sind wieder die Füße, etwas Außenwand. Das kommt weiter um, dann kommt das hier hin. Kommt das hier, wo ich... Och, meine Güte. Das wollen die auch noch. Terrific. Und jetzt brauchen wir einen Teil mit einer Schachtel. Das hier kommt immer noch nicht dran. Auch nicht? Dann kommt das hier dahin. Mann, Mann, Mann. Da kommt das hier hin, ja. Und da kommt dieses Fähnteil hin und das andere Teil des Sofas. Und dann die dunkle Ecke. Naja. Wenn die Details fehlen, dann fehlt man natürlich. Was soll's, solange es reicht, um das nächste Bild freizuschalten. Wieso sind die Teile jetzt plötzlich wieder größer? Wie soll das den Schwierigkeitsgrad aufrechterhalten? Ja, dieser Musiktitel ist aus dem dritten Teil. Und wird in der Kanalisation abgespielt.
das Zielfenster, jetzt haben wir hier unten einen Teil des Blasebikes und nochmal auch ein Teil der Zündschnur. Das hier, ja. Oder eben den Haken. So wie es aussieht, ist die Zündschnur schon durchgebrannt. Oh, Rufus, verrückte Erfindung. Hier ist der Schlauch des Blasebalkens. Dann haben wir hier die Abschussspitze. So, hier. Und zum Reaktionsspiel gibt es auch ebenso so Kombinationsräte wie hier gibt es auch in verschiedenen Adventuren. Wie zum Beispiel Monkey Island LeChuck's Revenge. Wo man mit der Spucke die verschiedenen Felder treffen muss. In The Book of Unwritten Tales 1 kommt das auch vor. Das sind wir ja als nächstes spielen. Was ist es das hier? Terrific. Ja, ich weiß, dass ich terrific bin. Perfect. Grandissimo. Okay, dann muss dieses Teil dahin kommen. Dann haben wir hier die Guillotine. Und hier das nächste Feld. Und hier noch ein Teil der Guillotine. Und das letzte Teil der Guillotine. Grandissimo. Genau, in The Book of Unwritten Tales muss man auch so ein Kombinationsrätsel machen. Bei der zweiten Aufgabe. Im Orklager. Ach, wenn das mal nicht reicht. 10.000 Punkte abgestaubt. Argument Error. Was soll die Scheiße jetzt? Hallo? Was soll das jetzt? Naja, das sind 1,5 Stunden fast voll. Ja, der wird in der Aufnahme auch angezeigt. Naja, dann werde ich mal schneiden und rendern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Deponia das Puzzle. Ich werde mal schauen, ob es dafür schon einen Patch gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.